Hallo, ihr kennt sicher das Problem. Ihr habt einen Rasentraktor, in dem Fall zum Beispiel den Honda, den 2417. Und ihr habt es jetzt irgendwo in einen großen Stein oder Wurzel reingemäht, dann haben die Messer zusammengeschlagen und dann ist der Riemen kaputt, hier der Steuerriemen. Wenn jetzt da so Fetzen davon hängen, dann wird der wieder überspringen und wieder kaputt gehen, die Messer. Also braucht ihr einen neuen Zahnriemen. Also wenn ihr euch das zutraut und das Teil selber wechseln möchtet, dann muss man natürlich die ganze Apparatur mit Riemenscheibe und Schutzverkleidungen alles runternehmen. Den Riemen komplett entspannen bei der Spanneinrichtung und dann, wichtig, einen qualitativ hochwertigen Riemen verwenden, also entweder den Originalriemen von Honda oder was wir da haben in Erstausrüsterqualität Nachbauriemen. Das ist aber die gleiche Qualität wie auch der Hersteller verwendet, bloß halt ein bisschen günstiger. Den könnt ihr bei uns auch im Online-Shop bestellen, wenn ihr es selber machen wollt, oder natürlich bei uns in der Fachwerkstatt. Wir haben entsprechend eine Hebebühne, wo wir das schön alles machen können, einbauen lassen. Das ist auch kein Problem, wenn ihr eine Reparatur habt. Also der Riemen ist jetzt passend für Castle Garden Mäher, 1,2 Meter Schnittbreite, Honda Mäher, 1,2 Meter Schnittbreite und auch ein paar andere Modelle, wo wir bei unserem Online-Shop auch nochmal alle einzeln aufgelistet haben, für welche Modelle der passen würde. Wichtig ist, keine billigen Nachbauten verwenden, wo aus Fernost kommen, weil die Gefahr ist groß, dass die dann reißen oder recht schnell kaputt gehen oder sich stark längen und dadurch wieder zu Schäden kommt. Also wenn, dann Originalqualität oder Nachbau in Erstausrüsterqualität. Also wie gesagt, Vorsicht, was ihr da kauft. Wir verwenden nur entweder Originalqualität oder entsprechend, was der Originalqualität entspricht. Wie gesagt, aufpassen muss man auch bei der Spannung. Der Riemen sollte so gespannt sein, dass man nur ungefähr so um die Hälfte drehen kann, wenn er gespannt ist. Also zu locker und zu streng ist nichts. Also ungefähr die Hälfte bei einem neuen Riemen, was die Spannschraube hergibt, das passt annähernd. Aber wie gesagt, prüfen, weil zu streng, da gingen eigentlich die Lager kaputt und wenn es zu locker ist, kann er überspringen. Wird oft falsch gemacht. Also wenn ihr den Riemen länger haben wollt, dann darauf achten, wie streng ihr den spannen wollt. Also das war wieder euer Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik über einen Steuerriemen für Castle Garden Honda Rasentraktoren. Wenn es euch gefallen hat, macht es, gefällt mir, liked es mir, teilt es oder schreibt es mir eine Nachricht, wenn ihr Fragen habt. Den Riemen haben wir da, wenn ihr es selber einbauen wollt, könnt ihr es natürlich auch bestellen. Oder wenn ihr es euch selber nicht zutraut, ist natürlich kein Thema, dann bringt es mir einfach den Traktor vorbei. Oder was im Umkreis ist, können wir auch abholen. Und dann reparieren wir das Gerät für euch und dann passt es wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön.